Hallo, liebe Menschen im YouTube-Stream oder wo ihr gerade dieses Video auch immer sehen mögt. Wir haben heute Morgen eine Landespressekonferenz von Frau Ministerin Schäfer aus dem Familienministerium gehabt. Die Andrea Spiller, unsere Referentin, war heute Morgen live mit vor Ort. Wir haben eben auch ein entsprechendes Statement dazu schon rausgegeben. Es ging um den U3-Ausbau, um den U3-Rechtsanspruch. Überraschenderweise, ihr merkt vielleicht die Ironie, hat die Ministerin heute erklären können, dass der anvisierte oder das anvisierte Ziel erreicht wird. 144.000 und ein paar kleine Plätze sind geschaffen für dieses Jahr, für 2013, für die U3-Kinder. Das entspricht tatsächlich fast auf den Kopf genau dem gesteckten Ziel. Die Entwicklung ist insofern nicht überraschend. Die Ministerin hat eigentlich seit Wochen immer erklärt, dass sie dieses Ziel soweit erreichen wird. Das ist schön, das ist gut, da hat die Landesregierung viel getan. Jetzt kommt aber das Aber. Und das Aber lautet, der Bedarf, der ist ein ganz anderer. Darauf ist die Ministerin heute nicht eingegangen. Es gibt unzählige Stellungnahmen von Kommunen vor Ort, vom Städtetag und so weiter, die allesamt sagen, dass dieses gesteckte Ziel, die 32%, sprich diese 144.000 Plätze, dass sie nicht ausreichen. Das Familienministerium schweigt im Endeffekt dazu, beziehungsweise ganz im Gegenteil sagt dann eigentlich noch, naja, damit haben wir nichts zu tun, damit müssen sich die Kommunen dann tatsächlich rumschlagen. Wir als Piratenfraktion haben in der letzten Plenarwoche dazu einen Antrag eingereicht zur Schaffung eines U3-Fonds, der zum einen Eltern helfen soll, der Stellen schaffen soll, beziehungsweise Vermittlungsangebote schaffen soll, dass Eltern sich an Berater wenden können, dass sie sagen können, mir fehlt noch mein U3-Platz, ich brauche Hilfe und dass dort eben vielleicht auch gemeindeübergreifend Regelungen gefunden werden. Dieser Antrag hat relativ viel positive Resonanz auch im Ausschuss gefunden. Ein zweiter Part ist natürlich dann auch der, wir haben Land und Bund eine Voraussetzung geschaffen, ein Gesetz geschaffen, den U3-Rechtsanspruch geschaffen. Aus meiner Sicht steht dann auch Land und Bund in der Verpflichtung, den Kommunen vor Ort zu helfen, wenn es denn dann tatsächlich zu Klagen kommt, wenn es zu Schadenersatzforderungen von betroffenen Eltern kommt, die eben keinen Kindergartenplatz für ihre Kinder erreichen. Und ich bin eben ganz klar der Meinung, wir als Fraktion sind der Meinung, dass wir dort die Eltern nicht im Regen stehen lassen dürfen und dass wir dort auch finanziell dann tatsächlich Unterstützung schaffen müssen. Also nochmal zusammengefasst, für uns ist wichtig, A, dass eben die Kinder möglichst weitgehend mit einem Platz versorgt werden. Und B, wenn denn tatsächlich der Fall halt eben eintritt, dass tatsächlich irgendwo ein Kind keinen Platz bekommt und dort möglicherweise zu Recht eben Schadenersatz einklagen kann, dass die Kommunen damit nicht alleine stehen. Denn die haben alle viel getan in den letzten Wochen und Monaten, um eben ausreichend viele Plätze zu schaffen. Aber es ist eben so, das zeichnet sich eben ab, dass der Bedarf deutlich größer sein wird als ja, das Angebot tatsächlich da ist. Ja, wir fordern die Landesregierung auf, unseren Antrag mitzustützen. Wir werden den im Ausschuss weiter beraten. Das ist eigentlich interfraktionell Konsens gewesen. Vielleicht bekommen wir da tatsächlich eine gemeinsame Lösung hin für eigentlich das gleiche Ziel, was wir alle haben. Wir wollen, dass tatsächlich, ich nehme mal die Worte der Landesregierung, kein Kind zurückgelassen wird. Und wir müssen aber diese Worte dann tatsächlich diesen Worten Taten folgen lassen. Ein Stück hilft unser Antrag dabei und ich lade an der Stelle die Landesregierung, auch die regierungstragenden Fraktionen herzlich ein, an dem Antrag mitzuarbeiten, konstruktiv mitzuarbeiten für das Wohl unserer Kinder.